Wir nähern uns dem Zeitpunkt der Entscheidung. Hier in der zweiten Mission der Einzelspielerkampagne von Battleworlds Chronos. Die hat in der letzten Runde eine große, große Schlacht getobt. Wir haben etwa 2/3 der Karte schon kennengelernt. Wir sind ja von Süden nach Norden vorgerückt, haben gestartet ganz im Süden in der Nähe dieser abgestürzten Raumfähre oder dieses Raumtransporters hier. Von hier kommen immer wieder neue Feindwellen aus dem Süden und jagen nach Norden, hängen sich uns an die Hacken und wollen uns erwischen. Wir selber flüchten mit den Überlebenden dieses Absturzes und mit anderen Einheiten, die ihnen zu Hilfe gekommen sind, hier quer durch das feindliche Terrain, durchbrechen immer wieder kleinere Ketten von Feindeinheiten kommen allmählich Richtung Norden. Und hier sind wir jetzt mittlerweile angelangt, kurz vor dem Ziel. Das ist hier ganz im Norden, hier und hier. Hier sollen links und rechts zwei Häfen sein. Die hatten wir ganz zu Anfang mal kurz gesehen gehabt. Unser Ziel ist es, diese Häfen zu erobern. Das ist das Primärziel dieser Mission. Und ein weiteres Primärziel ist, mindestens 4 dieser 6 Transporter heil durchzubringen. Wenn wir alle 6 durchgebracht haben, dann ist das besonders gut. Dann haben wir auch die beiden Sekundärziele noch erfüllt. Und hier tobte eine fette Schlacht in der letzten Folge. Wir haben einiges an feindlichen Truppen vernichtet. Hier steht noch der Rest eines feindlichen Geschützturmes und diverse kleinere Feindeinheiten. Hier oben steht noch ein Priest, eine ganz, ganz starke Artillerieeinheit, die sehr weit schießen kann. Des Gegners ein Cerberus-Panzer, ein Explorer und so weiter. Wir haben uns hier etwas fürwitzig vorgewagt mit diesem Explorer von uns und auch mit diesem Infanteriebot und haben unsere Einheit ein bisschen zersplittert. Wollen wir hoffen, dass es gut geht. Ich klicke mal auf eine Runde weiter und wir schauen uns mal an, wie die KI auf dieses Spektakel hier reagiert. Und ihr seht, ja, viele Einheiten haben die ja in der Mitte nicht mehr. Eine Hydra ist nach Norden gezogen, beschießt unseren Bandit aus der Entfernung. Da muss ein Infanteriebot von uns ordentlich Schaden einstecken. Das sind die drei Feindeinheiten im Norden. Der Explorer zieht vor, greift unseren eigenen Explorer an. Der Cerberus-Panzer setzt hinterher, ist aber nicht schnell genug. Der ist ja relativ lahm, kommt nicht ran. Und anscheinend klappt es, dass unser Explorer, der ist ja nicht gerade eine sonderlich wichtige Einheit für uns, dass der Feindeinheiten abzieht und deren Aufmerksamkeit. Das passt mir eigentlich ganz gut. Wir stoßen jetzt die ersten feindlichen Einheiten aus dem Süden direkt auf uns los. Wir werden bald den ersten Feindkontakt haben von diesen nachrückenden Einheiten. Das heißt, die Zeit der Ruhe, die ist jetzt vorbei. Jetzt können wir nicht mehr ganz so frei ziehen, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie das bislang möglich war. Jetzt müssen wir tatsächlich an zwei Fronten wohl kämpfen. Hier im Süden, genau, hier ist ein riesiger Pulk, der kommt, und hier ein kleinerer Pulk. Hier müssen wir jetzt kämpfen und haben eine zweite Front im Norden, wo wir halt vorrücken zu den Häfen. Jetzt wird die Lage etwas kniffliger. Wie gut, dass wir uns bislang gut beeilt haben und ordentlich Gas gegeben haben. Wenn uns dieser Zwei-Fronten-Krieg in der Mitte der Karte erwischt hätte, das wäre vielleicht übel gewesen. Wir haben ja mittlerweile auch einiges an Depots hier besetzt. Diese hier beispielsweise haben da frische Einheiten rausgeholt. Also auch wenn es jetzt ein bisschen brenzlig aussieht, denke ich mir, wir haben vielleicht ganz gute Chancen, immer noch diese Mission erfolgreich zu beenden. Allerdings nicht ohne Opfer zu erbringen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, all die Truppen, die wir hier haben, hastig Richtung Norden zu ziehen. Wir sollten vielleicht einen Teil der Truppen opfern, einen kleineren Teil, um den größeren Teil zu retten. Sprich, die Einheiten, die hier im Süden stehen von uns, davon sollten wir ein paar vielleicht unten stehen lassen. Der hier zum Beispiel, dieser Cerberus-Panzer, ist ja ohnehin schwer angeschlagen. Den ziehe ich hier mal auf diesen Versorgungsgüterstapel drauf. Der heilt damit aus, genau. Also ich würde gerne hier unten einen kleinen Riegel machen. Der muss nicht lange halten. Der muss nur so lange halten, bis wir hier mit den anderen Truppen ganz im Norden vorgerückt sind und unser Missionsziel erreicht haben. Und mit diesem Infanterie-Bot hier, mit dem ziehe ich hier hin. Genau. Der kann dann noch einmal angreifen. Was haben wir hier an Einheiten? Ein Bandit, 2 Hydras, ein Infanterie-Bot. Ich werde mal mit dieser Hydra hier, die kann ja 2 bis 3 Geländefelder weit schießen, hierhin vorsetzen. Und mit der Hydra setze ich hier hin.
diese vier Einheiten, die sollten es vielleicht schon richten können. Diese beiden Hydras, die sind ja ohnehin nicht so schnell unterwegs, die Hydras und die Cerberus-Panzer. Das heißt, die halten uns ohnehin im Vormarsch nach Norden auf. Wenn wir hier also die beiden hier stehen lassen oder die drei hier stehen lassen, dann haben wir auch einen Klotz weniger am Bein beim Vormarsch Richtung Norden. Okay. Ja, wie ziehen wir hier? Das ist die Hydra hier, die kann, ja, Sinn macht es wahrscheinlich hier, diesen Hunter hier. Der Cerberus-Panzer kann sowieso nur hier drauf schießen. Das heißt, ich investiere hier mal einen Hydra-Schuss, um diesen Hunter hier weich zu klopfen. Ja, wenn ich jetzt einmal noch hinterher setze mit dem hier, mit dem Schuss durch den Cerberus-Panzer, dann haben wir da einen Wrack erzeugt. Und das ist ganz gut, weil durch diese Wracks können wir zwar selber jetzt nicht durchsetzen, das könnte nur unser Cerberus-Panzer, die anderen können ja nicht durchfahren, aber beim Rundenwechsel gleich bleibt dieses Wrack erstmal liegen, das heißt, der Gegner kann da auch nicht durchsetzen. Das Wrack ist erst dann aufgelöst, also es qualmt dann nicht mehr und es ist dann wieder, dieses Geländefeld ist dann wieder befahrbar, wenn der Gegner auch gezogen hat. Und das ist natürlich erfreulich, weil damit haben wir hier quasi ja fast so eine Minimauer, eine kleine Sperre hier errichtet, sodass diese beiden Hydras hier auch geschützt sind. So, die Hydra kann noch feuern und hier mache ich mal dasselbe. Hier der Infanteriebot, der kann ja auch noch schießen, dann werde ich mal diesen Explorer hier auch mal weich klopfen. Genau, stark angeschlagen, jetzt sollten wir hier ein zweites Wrack erzeugen können. Wenn ich mit diesem Infanteriebot drauf schieße, funktioniert prima. Sehr schön. Das ist das, was wir mit diesen vier Einheiten hier machen können. Zwei Wracks haben wir erzeugt. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ein Infanteriebot. Könnte sein, dass der hier dieses Depot zum Beispiel versucht zu erobern. Da ist zwar jetzt nichts mehr groß drin für ihn, aber damit könnte der Gegner zum Beispiel durch diese Gebäude oder durch dieses Gebäude durchziehen, könnte direkt auf unsere Hydras zu. Was ein bisschen blöd ist bei dem Spiel, da hatten sich bei uns im Civ-Forum, wo ich ja auch aktiv bin, in der Battleworld-Sektion, die wir frisch eingerichtet haben, da haben wir ein Thread Wünsche an die Entwickler, da haben schon mehrere gepostet, wir hätten gerne eine Bewegungsanzeige für die Feinde, dass man sieht, wie weit die ziehen können in der nächsten Folge. In der nächsten Runde. Das sieht man hier leider nicht, da kann man nur raten. Also ich weiß nicht, ob der Infanteriebot bis hierhin ziehen kann, auf dieses Geländefeld direkt unterhalb des Depots es dann knacken kann oder nicht. Ich kann nur schätzen aufgrund meiner Erfahrungswerten und ich vermute mal, dass das spitz auf Knopf ist. Das ist so ganz knapp. Entweder reicht oder nicht reicht, müssen wir uns überraschen lassen. Okay, das waren die vier Einheiten hier. Der Transporter, den brauchen wir sicher nicht mehr im Norden, mit dem ziehe ich vor. So, jetzt kümmern wir uns um die zweite Front hier im Norden. Ich werde zuerst mal, hier haben wir ja dieses schöne Ablenkungsmanöver hier, dass hier diese beiden Feindeinheiten, vor allem den Cerberus-Panzer, abzieht Richtung zu dieser kleinen Enge hier. Das passt mir eigentlich ganz gut. Und ich werde das jetzt hier mal noch weiter dicht machen, indem ich diesen Infanteriebot hier auch noch hinziehe. Und mit dem werde ich mal diesen Explorer hier weich klopfen. Der kann zwar zurückschießen, ist aber so stark angeschlagen, dass der kaum für Schaden anrichten sollte. Genau, mit ein bisschen Glück könnte ich den jetzt mit diesem Explorer von mir, der hat zwar auch nicht mal alle Lebenspunkte, aber sollte reichen, sollte ich den eigentlich vielleicht zerstören können. Hat nicht ganz geklappt. Bin gespannt, wie die KI jetzt gleich ziehen wird, ob der Cerberus-Panzer hier bei der Ecke bleibt oder nach rechts zieht, kann ich jetzt ganz schwer abschätzen. Okay, weiter im Text. Kümmern wir uns hier noch um diesen Hunter des Gegners, um diesen stark beeinträchtigten Geschützturm und um diese Hydra. Die sieht besonders gefährlich aus. Hier ist noch ein Depot, das wir erobern könnten. Genau. Wir könnten auch dieses Radar hier erobern, aber naja, kann ich mir auch sinnvollere Zeitvertreibe vorstellen. Wir haben auch so eigentlich einen ganz guten Blick. Ich ziehe mal mit dem Infanteriebot vor, hierhin, genau. Und könnte den jetzt schon beschießen. Na, es reicht aber noch nicht ganz aus. Was könnte der hier machen? Mit dem Infanteriebot könnte ich nachsetzen. Hier ist noch ein Bandit. Der kann immer nicht weit genug schießen. Wie sieht das mit unseren Panzern aus? Also mindestens einen Panzer, den brauche ich hier wohl. Ja, mit dem könnte ich diesen Geschützturm hier schon mal vernichten. Das könnte ich schon mal machen. Dann setze ich den Panzer hier hin. Und der sollte eigentlich... Ach, der könnte auch die Hydra hier angreifen, ne? Ist eigentlich egal. Beides ist möglich. Ich werde mal... Komme ich hier mit? Da mit dem komme ich auch zu der Hydra rein. Dann schieße ich mit dem hier mal
Oh, der hat nicht mehr viele Lebenspunkte. Na, ist egal. Mit dem ziehe ich dann mal hier drauf auf den und zerstöre den Geschützturm. Gucken, ob es klappt. Wunderbar, hat funktioniert. Okay. So, um die Hydra muss ich mich noch kümmern. Das darf ich nicht vergessen. Hier ist ein stark angeschlagener Hunter. Na, ich mache das lieber doch durch. Na, die Panzer brauche ich wahrscheinlich weiter im Norden, ne? Denke ich mal. Hier haben wir noch eine Hydra. Die kann auch nicht so weit schießen. Dann werde ich jetzt mal... Der Bandit ist stark angeschlagen. Der sollte auf jeden Fall gucken, dass er irgendwo ein Versorgungsdepot noch erreicht. So. Mit dem Hunter ziehe ich hier hin. Der hat ja noch volle Pulle. Mit dem könnte ich hier zum Beispiel vorangreifen. Und mit dem dann eventuell... Ich glaube, ich komme nicht rum. Ich muss den ein oder anderen Panzer einsetzen. Ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Also mit dem setze ich hier vor und der hat dann hier den sofort vernichtet. Okay. Ja. Also heißt, dass ich gleich mit dem Hunter hier weiterziehen kann. Okay. Komme ich mit diesem Bandit hier auf eines dieser Versorgungsdepots hier rechts drauf? Ich denke schon, oder? Sollte klappen. Ich ziehe mal mit dem hier hin. Das Ganze hier rechts, das kann ich erwischen. Jetzt ist der wieder heil, dieser Bandit. Okay. Andere Einheiten, die ich ausheilen müsste. Ja, diesen Hunter hier, den müsste ich ausheilen. Diesen Cerberus-Panzer, den werde ich jetzt aber nicht mehr ausheilen können. Der hat schon keine Bewegungspunkte mehr. Das heißt, was hier übrig bleibt, ist diesen Hunter hier. Den könnte ich ausheilen. Sonst eine Einheit, diesen Infanterie-Bot beispielsweise. Achso, ich muss noch die hier noch vernichten. Ja, wie mache ich das? Habe ich ja noch mit dem Bandit aus der Entfernung? Nee, das ist ein Hunter. Der kommt nicht. Das ist ein Hunter. Da war doch irgendwo noch ein Bandit. Nee. Achso, den hatte ich schon vorgezogen gehabt. Ja, dann natürlich nicht. Dann geht das nicht. Hier haben wir noch einen Bandit. Der kommt aber auch nicht weit genug. Ja, dann mache ich das mit der Hydra von hier. Hydra hierhin. Okay. Ja. Und jetzt kann ich mit dem Infanteriebot den zerstören. Steht am Wrack. Und mit dem Infanteriebot, na, komme ich nicht ganz hin bis zu diesem Versorgungskasten. Das ist schade. Jetzt sind aber schon mal alle Feindeinheiten in der Mitte der Karte zerstört. Also die da übrig geblieben waren. Und wir können jetzt weiter vorrücken. Okay. Das machen wir wieder am besten mit den Transportern. Denn die sind ja teilweise doch ziemlich lahm. Hier, die Einheiten. Hier, dieser Panzer zum Beispiel, der ist richtig langsam, der auch. Hier ist der nächstgelegene Transporter von uns. Da ziehe ich mal diesen Panzer hier rein. Und diesen ziehe ich ebenfalls hier rein. Der Transporter hat zwei Bewegungspunkte, einer nach vorne. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, hier ist im Norden, hier seht ihr ja, hier ist diese Priest-Einheit, die sehr weit schießen kann. Schaut euch mal den roten Bereich an. Wenn wir alle Einheiten, die wir direkt daneben postieren, also in ein, zwei Geländefeldern Abstand, kann nicht beschossen werden davon. Und was auch gut ist, diese Priest-Einheit, die ist ja im Augenblick aufgebaut. Also ihr seht, wie das Rohr nach oben richtet. Das heißt, die kann jetzt schießen. Sollte die sich bewegen wollen, müsste die das Rohr erst einklappen, sich dann bewegen, dann das Rohr wieder ausklappen. Und nach dem Ausklappen des Rohrs muss immer noch eine Runde vergehen, bis die wieder schießen kann. Das heißt, die ist wirklich ziemlich lahm. Die ist nicht sonderlich handlungsschnell. Das können wir ausnutzen. Also alle Einheiten, die wir in zwei Geländefelder Abstand stellen, das wäre optimal. Und schaut mal hier ganz im Südosten davon. Dann könnt ihr sehen, wo wir unsere eigenen Einheiten hinstellen könnten, ohne dass die beschossen werden können. Sprich, hier und hier. So, dann ziehe ich also hier mal mit dem Transporter hier hin. Und könnt jetzt auch meine Einheiten schon entladen. Hier und hier könnte ich die hinsetzen. Oder ich warte damit und ziehe nachher noch eine Runde damit vor. Aber ich glaube, ich mache das schon mal. Ich entlade die. Einen entlade ich hier. Und den anderen entlade ich hier. Okay. So, und die anderen, die wir ziehen können, hier mit
Die von hinten hole ich natürlich. Wo haben wir noch Einheiten von hinten mit freien Bewegungspunkten? Hier, der ist nicht der schnellste, der Infanteriebot. Der kommt hier rein und der ist eigentlich ziemlich flink. Aber der hier ist nicht der fixeste. Der kommt hier rein. Dann ziehen wir mit dem Transporter hier ganz, ganz weit vor. Okay. Und ziehen mit dem dann hier hin. Ja, den entlade ich aber jetzt noch nicht. Den will ich gleich noch schneller weiter vorziehen. Und mit dem Bandit hier. Mit dem ziehe ich hier hin. Jetzt haben wir hier noch einen. Ach so, und hier ist. Das ist, glaube ich, kein Versorgungsgüterstapel. Das ist, glaube ich, eine Munitionskiste, genau. Die brauche ich natürlich nicht mit dem hier. Soll ich den aushalten oder soll ich gleich diesen Panzer hier aushalten? Der Panzer ist natürlich wichtiger, aber das dauert auch wieder so ewig, den dann hin und her zu ziehen. Ach, ich mach lieber hier. Ich nehme das hier mal mit diesem Bandit. Okay. Und jetzt. Das hier ist noch ein Bandit mit dem. Auch schnell vorziehen. Kommt hier hin, genau. Hier, der Infanteriebot, der kann noch zweimal schießen. Einmal hier hin, noch zweimal agieren. Wie war das nochmal hier mit der? Wie weit kommt der? Das ist nicht so gut. Wie weit kommt der? Der hat nur noch einen. Der hat auch nur noch einen. Ich ziehe mal mit dem Transporter vor bis hierhin. Wo kann der ziehen? Doch einiges. Ja. Jetzt kommt der hier rein. Der kann da ruhig stehen bleiben. Wo haben wir noch einen? Der hier, den wollte ich ja noch vorwärts bewegen. Ach so, der kann auch von alleine vorwärts ziehen, ne? Mhm. Den ziehe ich dann. Ach ne, den ziehe ich hier ebenfalls rein. So. Mit dem ziehe ich dann hier hin. Immer auf den Straßen stehen bleiben. Dann habe ich einen Teil der Einheit in den Transportern, einen Teil, wie die beiden Cerberus-Panzer vorne stehen. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten gleich zu agieren. Bin dabei da. Also variabel in meiner Reaktion auf das, was die KI eventuell macht. Das war's, glaube ich, ne? Alles gesehen, alles gemacht. Irgendwo noch Aktionspunkte aufzubrauchen? Nein. Ja, okay. Nochmal drücken, nochmal gucken, was passiert. Also, Runde beenden und mal schauen, wie die KI darauf reagiert. Aha, der Explorer zieht weg, macht dem Cerberus-Panzer Platz. Der schießt auf unseren Explorer, finde ich nicht sonderlich schlimm. Dann ist der Cerberus-Panzer abgelenkt. Klar, hier kommen die anderen Feindeinheiten aus dem Süden jetzt vorgezogen. Machen ordentlich Druck. Bin gespannt, wie lange unsere Front da standhält mit den vier Einheiten, die wir da an vorderster Front stehen haben. Der Gegner zieht ein wenig hin und her. Ja, wir werden aus der Entfernung geschossen mit einem Bandit. Unser Infanteriebot ist kaputt gegangen. Ja, bildet aber ein weiteres Wrack. Woraufhin der Gegner dann auch nicht an unseren Cerberus-Panzer rankommt. Und ihr seht hier auch, so wie ich es angekündigt hatte, die Wracks hier in der Mitte, die sind erst verschwunden, nachdem die KI gezogen hatte. Mhm. Hier sagt uns das Programm übrigens, vielleicht könnt ihr diese Texteinblendung unten lesen. Das ist ein Feature, das ich noch gar nicht erwähnt hatte. Wir haben die Wahl, wir können jederzeit auch Verstärkung fordern. Das geht, glaube ich, hier drüber. Wenn wir hier auf Verstärkung klicken, das kann man alle 10 Runden, glaube ich, machen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Bekommen wir halt Verstärkungseinheiten. Die werden von einem Raumtransporter abgesetzt. Klingt so, als dürfte man legal cheaten. Ist aber nicht ganz so einfach, weil am Schluss gibt es ja immer eine Missionswertung. Das habt ihr Ende der ersten Mission schon gesehen gehabt. Und je nachdem, ob man sich halt Verstärkung geholt hat oder nicht, gibt es dann so einen bestimmten Belohnungsbutton, so einen Orden, der da erscheint. Hier, toll, super Hecht, super starker Hecht, der du bist, großer Hecht, du hast die Mission ohne Verstärkung geschafft. Oder man war halt nicht so toll und hat Verstärkung gebraucht. Und solange wir das nicht unbedingt brauchen, denke ich mal, sind wir Ehrgeizlinge und versuchen das ohne Hilfe hinzukriegen. Und das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Und hier im Norden?
Hier im Norden sieht's auch gut aus. Wir haben die KI etwas auf Distanz gehalten. Jetzt gilt es also hier, die vier müssen sich weiter aufreiben, müssen versuchen, so weit, so lange wie möglich Widerstand zu leisten. Und dann können wir mit den Einheiten im Norden möglichst rasch und zügig auf die Häfen vorrücken und schauen, dass wir die Mission beenden, erfolgreich beenden, bevor diese Meute von Jagdhunden, die uns die Füchse jagen, uns eingeholt haben. Mal schauen, wie das in der nächsten Folge aussieht. Bis dann, macht's gut, tschüss.